In einem Seitenflügel vom Münchner Hauptbahnhof hat eine neue Backwerkfiliale eröffnet. An sich nichts Spannendes, außer man interessiert sich für die Inhaberin, denn die ist eigentlich Model. Ich wollte was für meine Zukunft aufbauen, dass ich auch ein sicheres Einkommen habe. Models, Schauspieler sind ja Freiberufler und mit dem Backwerk ist das halt meine Zukunft jetzt, ne? Es ist noch nicht lange her, da gewann Jana die Castingshow Germany's Next Topmodel. Nun kümmert sie sich um Brötchen und Brezen. Als erstes jetzt am Anfang, in der Anfangsphase, mache ich alles. Ich backe, ich belege und später, wenn ich die Mitarbeiter eingearbeitet habe und sie wissen, was sie zu tun haben, dann werde ich halt nur das Administrative machen. Vom Model zur Bäckerin, Jana sieht eindeutige Parallelen. Es ist körperlich anstrengend, aber Modeln ist auch körperlich anstrengend. Beim Modeln musst du auch super früh aufstehen manchmal. Da bist du tagelang unterwegs und es ist schon vom Psychischen her, glaube ich, ist das Modeln anstrengender, viel anstrengender als das, was ich jetzt hier mache. Na dann hat Jana genau das Richtige für sich gefunden. Modeln tut sie dennoch weiterhin, obwohl sie auch jeden Tag in ihrer Bäckerei steht. Irgendwie trotzdem eine skurrile Geschichte.